Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zur Adventskalender Tür Nummer 9 und herzlich willkommen zu einem Update. Dieses Update teilt sich in drei Teile auf und zwar erstens, vielen Dank, dass euch meine Zungenorgel-Cover so gut gefallen. Zweitens, keine Livestreams bis zum nächsten Jahr. Und drittens, was passiert ab dem 24. Dezember? Ich würde mal sagen, los geht's. Also, ich möchte mich vom ganzen Herzen bedanken, dass euch die Zungenorgel-Cover so gut gefallen und ihr könnt euch sicher sein, dass noch einige schöne Lieder auf dem Adventskalender mit der Zungenorgel erscheinen werden. Also freut euch schon auf die nächsten Zungenorgel-Cover, denn ich muss selbst sagen, es macht mir unheimlich viel Spaß, auf diesem Instrument hier zu spielen, auch wenn es dazu kommt, dass ich mich sehr, sehr oft verspiele. Aber wenn ich es dann mal hinbekomme, was Schönes zu spielen, dann nehme ich es natürlich auf und dann wird natürlich dieses Video auch auf dem Adventskalender beziehungsweise auf meinem Kanal hier veröffentlicht. Also noch einmal, freut euch darauf, dass in den nächsten Tagen noch weitere Zungenorgel-Cover auf diesem Kanal hier erscheinen werden. Und jetzt kommt Teil Nummer 2. Und zwar, ich werde in den nächsten Tagen bis zum nächsten Jahr keine Livestreams machen, denn die nächste Zeit soll nur dem Adventskalender gewidmet sein, denn ich habe damit genug zu tun, ich habe damit genug Arbeit und da muss ich auch nicht noch irgendwelche Livestreams machen. Also bitte entschuldigt, dass keine Livestreams bis zum nächsten Jahr kommen werden und das leitet mich über zu Teil Nummer 3 bei diesem Update. Und zwar ab dem 24. Dezember mache ich Urlaub bis zum 1. Januar. Am 24. Dezember werden 3 Videos veröffentlicht, nämlich das letzte Video zum Adventskalender und 2 Weihnachtswunsch-Videos, also wo ich euch schöne Weihnachten wünsche auf Deutsch und auch auf Englisch. Und danach mache ich erstmal Urlaub, weil ich dieses Jahr zu wenig Urlaub auf diesem Kanal hier gemacht habe. Und dann werde ich die Videoproduktion am 1. Januar wieder starten, denn dann geht es auch wieder richtig los. Dann könnt ihr euch auch wieder auf den normalen Regelbetrieb auf diesem Kanal freuen und ich werde auch viele, viele Videos wieder im nächsten Jahr posten. Also freut euch schon darauf. Und das ist, was ich euch sagen wollte. Vielen Dank fürs Anschauen. Macht es gut. Ciao.